Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das SGB-II-Änderungsgesetz, das wir heute hier beraten, hat uns im Ausschuss für Arbeit und Soziales lange beschäftigt, allerdings zunächst eher begleitend, denn es ist ja erarbeitet worden von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe und von Expertinnen und Experten aus den Jobcentern, die aus der Praxis heraus Verbesserungsvorschläge gemacht haben. Und ich will ganz zu Beginn auch mal den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Jobcentern danken. Das ist nicht immer eine einfache Arbeit. Sie engagieren sich da sehr für die Menschen, die zu Ihnen kommen. Und es ist auch gut, wenn wir aus dieser Praxis Verbesserungsvorschläge bekommen. Herzlichen Dank auch an die Mitarbeiter. Wir haben viele Details schon gehört, wo Verbesserungen vorgeschlagen werden. Ich will auf eine kurz eingehen und auf eine länger. Eine Verbesserung, über die ich sehr froh bin, ist die, dass wir für anerkannte Flüchtlinge, die noch in Gemeinschaftsunterkünften leben, und davon gibt es einige, einfachere Verfahren einführen werden, wenn sie nämlich in den Gemeinschaftsunterkünften sich nicht selbst versorgen können, dass dann eben auch die Kosten für ihre Versorgung erstattet wird an die Betreiber. Das ist gut, damit sie dann tatsächlich dort auch diese Kosten bekommen, und das ist praxistauglich und eine Verbesserung für die Flüchtlingsunterkünfte. Ich möchte auf ein Thema eingehen, was auch schon angesprochen wurde, nämlich die Alleinerziehenden. Und ich will ausdrücklich sagen, wir haben uns sehr intensiv mit Alleinerziehenden unterhalten über ihre Situation. Und ja, es war eine Regelung geplant, die zunächst wie eine Vereinfachung und rechtliche Klarstellung aussah, die aber doch, wäre sie im Gesetz so aufgenommen worden, für manche Alleinerziehenden finanzielle Einbußen hätte bedeuten können. Das konnte man vorher nicht wissen. Dagegen hat sich viel Protest gebildet und, wie wir gemerkt haben, durchaus zu Recht. Und ich will mal sagen, das ist auch ein kleines Lehrstück gewesen über Theorie und Praxis bei der Umsetzung von Gerichtsurteilen. Denn in der Theorie, aber eben nur teilweise in der Praxis, war es so, dass nach einem Urteil des Bundessozialgerichts die Leistungen für das Kind aufgeteilt werden mussten und der Aufenthalt bei den beiden Elternteilen stündlich erfasst werden musste. Also eine riesige Bürokratie, die zu umfangreichen und komplexen Bescheiden von 200 Seiten geführt hat. Das wollten wir nicht, und das sollte vereinfacht werden. Das war eine gute Idee. Allerdings hat sich gezeigt, dass dieses komplizierte Verfahren auch in vielen Jobcentern gar nicht angewandt wurde. Daraus haben wir gelernt und haben deshalb gesagt, diesen Veränderungsvorschlag nehmen wir raus aus dem Gesetzentwurf und haben uns auch besonders mit den betroffenen Alleinerziehenden darüber unterhalten. Wir machen das, weil uns die Bedürfnisse der Kinder wichtig sind, und um die geht es. Und da verbreiten Sie bitte auch nicht so einen Unsinn mit den zwei Kinderbetten. Schon jetzt werden zwei Kinderbetten natürlich bezahlt, wenn bei beiden Elternteilen in deren Wohnung ein Kinderbett nötig ist. Da darf man auch nicht Verunsicherung unter die Leute bringen. Wir wollen eine Lösung, die bei Kindern von getrennt lebenden Eltern die Elternteile nicht gegeneinander ausspielt auf Kosten des Kindes, die keine Anreize bietet, das Kind nicht zu dem anderen Elternteil zu lassen, die keine Einschränkung für die Kinder bietet. Und deshalb haben wir überlegt, was wir tun können, um Alleinerziehenden zu helfen und nicht sie schlechter zu stellen. Und ich will auch noch mal sagen, warum, denn Alleinerziehende sind die Gruppe derjenigen, die am stärksten von Armut bedroht sind. Von allen Kindern, die in Hartz IV leben, lebt die Hälfte bei einem alleinerziehenden Elternteil. Deshalb haben wir innerhalb der Koalition intensiv beraten, wie man Alleinerziehende besser unterstützen kann. Und wir sind dabei, ein Konzept für einen Umgangsmehrbedarf zu entwickeln. Unser Ziel ist nämlich, dass der umgangsberechtigte Elternteil seinen kindbedingten Mehrbedarf decken kann, ohne dass es eben bei dem anderen alleinerziehenden Elternteil zu Problemen kommt. Und kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Dieser Umgangsmehrbedarf wäre eine wirkliche Verbesserung für die Kinder getrennter Eltern, die sich beide, und das wollen wir ja gerade fördern, um die Kinder kümmern wollen. Wir sind da in der Koalition gerade in der Diskussion über die Ausgestaltung und die Finanzierung. Wir bleiben da dran, denn ein solcher Umgangsmehrbedarf Frau würde der Kollegin Lebenswirklichkeit Griese. Recht tragen. Und ich freue mich, wenn wir ihn dann demnächst hier gemeinsam beschließen können. Vielen Dank. Nächster Redner ist jetzt der Kollege Matthias.